Wir begrüßen Sie herzlich zur Radiosendung über Umwelt und Umweltschutz. Wir, 20 Schülerinnen des Ramsau-Gymnasiums, fragten die Linzerinnen und Linzer. Denn wir haben uns schon des Öfteren Gedanken über die Umweltsituation gemacht. Passanten, die dieses Thema auch beschäftigt, haben uns interessante Antworten gegeben. Bei allem, was man macht, kann man sich entscheiden, ob man die Umwelt schützt oder nicht. Zum Beispiel, ein Bio-Insektenspray ist besser für die Umwelt als ein gewöhnlicher Insektenspray. Man sollte immer Wiederverwendbares benutzen. Jetzt stellten wir uns die Frage, worauf würden die Linzer verzichten, um die Umwelt zu schützen? Auf Nylonsackerl, weitgehend auf das Auto. Ich kaufe regionale Produkte, damit der Weg nicht so weit ist. Plastiktaschen und ich schaue bei den Pflegeprodukten, dass da zum Beispiel nicht wirklich so Plastikanteile drinnen sind. Ich kaufe speziell regionale. Ich verzichte darauf, täglich das Auto zu nehmen und versuche mit dem Rad, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln Wege zurückzulegen, die ich benötige. Auf ein Auto und versuche einigermaßen keine Lebensmittel zu verschwenden. Öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Genau. Und vielleicht auch, also was Stromverbrauch, also gucke ich schon auch ein bisschen drauf. Ich habe immer eine Tasche dabei, eine Einkaufstasche, damit ich keine mitkaufen muss. Naja, normalerweise müsste ich sagen, ich fahre mal weniger mit dem Auto. Ich bin ein sehr guter Radfahrer, fahre gern mit dem Rad. Und was ich in der Nähe habe, wenn ich einkaufen oder irgendwas besorgen muss, gehe ich zu Fuß. Ich versuche viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, mit dem Fahrrad. Schau, dass ich daheim in meiner Wohnung ressourcenschonend umgehe, was Licht betrifft, was den Einsatz von elektrischen Geräten betrifft, dass die nicht unnötig lang eingeschaltet sind. Bei der nächsten Frage waren sich die Linzer und Linzerinnen sehr einig. Auch wir malen uns eine graue Zukunft aus. Doch wenn sich jeder verhalten würde, wie unsere Gesprächspartner bei unserer vorherigen Frage, würden unsere Enkelkinder noch in einem Garten spielen können. Wir stellten Ihnen die Frage, wie stellen Sie sich die Umwelt in 100 Jahren vor, wenn wir so weitermachen wie bisher? Ich will gar nicht drüber nachdenken, weil ich glaube, in 100 Jahren, wenn wir so weitermachen wie bisher, ist es echt eine Katastrophe und wir haben gerade ein Baby bekommen und ich hoffe, dass das in 100 Jahren auch noch okay ist und nicht der Meeresspiegel gestiegen ist und die Gletscher alle geschmolzen sind. Ja, sehr desolat, denke ich. Viele Pflanzen und Tierarten werden verschwinden. Und Teile der Erde werden nicht mehr bewohnbar sein, zum Beispiel Afrika, auch Spanien, also schlechte Vision. Ja, so wie ich persönlich weitermache, glaube ich, wären wir auf einem guten Weg. Ich glaube nur, dass es viele Leute anders handhaben und die nicht so viel Augenmerk darauf legen. Und ich glaube, dann schaut es ganz schlecht aus. Zum Beispiel, wenn ich mir anschaue, alleine den Rückgang der Gletscher, ja, oder die Veränderungen im Klima, was Temperaturen betrifft, das ist ja hier auch spürbar und da glaube ich, dass es in eine schlechte Richtung geht. Nicht so optimistisch. Also ich glaube, dass es, also wenn wir so weitermachen wie bisher, dass es dann sehr viel mehr Verschmutzung gibt und Plastik in den Meeren und dass die Luft halt, auch Luftverschmutzung schlimmer wird und Klimaerwärmung, also nicht so rosig. Ja. Also wenn wir so weitermachen wie bisher, sehr, sehr schlecht. Also es müsste vielleicht einmal das Gesetz kommen, dass Plastiksackerl verboten werden, dass nur mehr Papiersackerl werden, gell? Und wie soll man sagen, die Umwelt, das ist halt, ja, es ist die allgemeine Verschmutzung. Die Menschen sind ein bisschen teilweise, wie soll man sagen, nicht mehr so bewusst, dass ein bisschen Ordnung halten vielleicht. Also, wie soll man sagen, Plastik gehört einmal eingedämmt, das Ganze. Mehr kann man eigentlich fast nicht dazu sagen, das ist einmal so. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da schaut es eh nicht so super aus. Das muss man ehrlich sagen. Das ist eigentlich eine schwere Frage, aber wenn es so weitergeht, dann weiß ich nicht, ob es dann in 100 Jahren überhaupt noch so dasteht, die Welt, wie es jetzt dasteht. Also wird es viele Naturkatastrophen geben und ein paar Teile der Erde wird es überhaupt nicht mehr geben. Also ich glaube, dass das, ja,
Aber ich glaube, dessen sind sich halt viele Leute gar nicht bewusst, muss man ehrlich sagen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, ja, wird die Umweltverschmutzung stark ansteigen. Ich gehe aber davon aus, dass es eine Trendwende geben wird und dass unser Verhalten sich dahingehend ändern, sobald wir sehen, dass die Verschmutzung steigt. Wie wir alle wissen, ist Meeresverschmutzung eines der größten Probleme in Sachen Umwelt. In den Meeren sterben viele Tiere an Plastik. Aus diesem Grund befragten wir die Linzer und Linzerinnen nach ihrer Meinung zu diesem Thema. Unsere Frage lautete: Was glauben Sie, wie wirkt sich der Plastikmüll auf die Meeresbewohner aus? Es ist eine Katastrophe. Ich bin selber Sporttaucher und da kriegt man noch mehr mit, wie einfach der Plastikmüll sich zum Beispiel in Korallen festsetzt oder auch wenn Fische verenden daran. Ja. Und wäre ganz wichtig, dass einfach der Plastikmüll noch wesentlich mehr reduziert wird. Ja, ganz schlimm. Also was ich im Fernsehen gesehen habe, aus eigener Erfahrung weiß man das ja nicht, haben die Tiere zum Teil Plastik im Körper, was sich auch in der Nahrungskette dann bei den Menschen bemerkbar macht. Also Plastik ist ganz schlecht für die Meere. Naja, das sieht man eh oft. Es ist vor kurzem, habe ich mal ein Bild gesehen von einem Wal. Oder ich glaube, ein Wal war es, der einfach gestrandet ist und der einfach im ganzen Magen-Darm-Trakt einfach also mit Plastikmüll voll war. Also es ist einfach, die Meeresbewohner, die sterben anhand von dem Plastikmüll. Also es ist einfach eine Katastrophe. Ja, ich denke, dass da auf jeden Fall das Korallensterben noch größer wird. Es gibt schon relativ wenig Korallen momentan, die noch leben sind. Und das, also ich habe schon so gruselige Bilder gesehen mit Schildkröten, die irgendwie voll mit Plastik sind und Wale. Und ja, das ist halt in dem, also dass die Tiere halt sterben werden auf jeden Fall. Dass die Artenvielfalt auch abnimmt. Sehr negativ, ne? Weil die alle den Plastikmüll fressen und immer mehr Tiere verenden, weil sie so viel Plastikmüll im Magen haben, dass sie nicht mehr normale Nahrung zu sich nehmen können. Durch die Mikroplastik und das Plastik wird die Lebensqualität von Meereslebewesen eingeschränkt. Mehrere Tiere sterben daran und der Lebensraum wird weniger attraktiv für diese Meeresbewohner. Sehr, sehr schlecht. Ich habe auch diese Bilder gesehen. Da war zum Beispiel in der Krone, in der Sonntagsausgabe, ein Bild, da war ein Hai gefangen in einem Netz. Der musste qualvoll ersticken. Dann Schildkröten, genau dasselbe. So viele Tierarten dann, teilweise durch das Plastik. Also wie gesagt, auch ich habe auch das Foto mit dem Wal gesehen. Ja, da waren 80 Plastiksackerl aufgebreitet. Und die letzten drei hat er sozusagen erbrochen, wurde beschrieben da und dann ist er erstickt, der arme Kerl. Also wenn wir so weitermachen, wird es sehr, sehr, sehr schlecht sein. Der Großteil der Menschen, die wir befragt haben, ist sich seiner Lage durchaus bewusst. Ältere Menschen denken viel öfter an die Situation der Umwelt. Doch auch die Kinder interessieren sich schon früh dafür. Was können Sie tun, um der Umwelt nicht zu schaden? Hier ein paar Tipps. Vermeiden Sie unnötige Einkäufe. Schauen Sie auch darauf, wiederverwendbare Flaschen zu verwenden. Außerdem verwenden Sie nachhaltige Produkte. Hoffentlich können Sie etwas aus diesem Beitrag in Ihrem Alltag umsetzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.